Hallo, wir sind Maren und Marc von Schlagwerk Fuhrmanns und heute stellen wir euch ungewöhnliche Instrumente vor. Zum Schlagwerk gehören nämlich nicht nur so bekannte Instrumente wie Trommeln, Pauken oder Xylophone, sondern auch viele verschiedene sogenannte Effektinstrumente. Diese Instrumente, wie zum Beispiel Hupen, Ratschen, Regenmacher oder Vibraslaps, werden, wie der Name schon sagt, zum Erzeugen von klanglichen Effekten genutzt. Manche KomponistInnen sehen sogar Alltagsgegenstände für ihre Musik vor, zum Beispiel Blumentöpfe oder Steine. Oder, wie in diesem Stück, Wasser oder Papier. Aber wie schreiben die KomponistInnen solche Musik denn überhaupt auf? Werden Zeitungsklänge im Violinschlüssel notiert oder im Bassschlüssel? Nein, für solche Alltagsklänge muss man eigene Zeichen erfinden. Hier, bitte. Oh, danke. Hier kann man das sehen. Am Anfang des Stückes wird erklärt, welches Zeichen für welchen Klang steht. Und hier kann man dann sehen, wann man welchen Klang spielen muss. Das kann ich auch. Ich gehe mal auf die Suche nach guten Klängen. Ich mach mit. Wir suchen beide zwei Klänge und dann treffen wir uns hier wieder, okay? Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, das klingt gut. Das merke ich mir schon mal. Jetzt schreibe ich auf, was ich gefunden habe. Als erstes den Luftballon. So, was hast du? Perlen. Kann man so. Komposition. Hier links haben wir für jeden Gegenstand, also für jedes Instrument, ein Symbol gemalt. Und wir haben aufgeschrieben, welches Zeichen für welchen Klang steht. Zum Beispiel ist das hier oben die Zeile für den Luftballonspieler. Beim Ballonzeichen muss man den Luftballon aufblasen. Die Striche stehen für das Quietschgeräusch, wenn man das Mundstück auseinanderzieht. Und bei diesem Kringelzeichen soll die Luft rausgelassen werden. Man liest wie bei einem Text von links nach rechts, welches Geräusch wann dran ist. Ihr seht, dass der Luftballon und die Perlen gleichzeitig gespielt werden. Und danach haben Ballon und Perlen Pause und es erklingen die Fahrradklingel und die Steine. Und jetzt sind wir sehr gespannt darauf, wie unsere Komposition im Konzert klingt. Hier, bitteschön.
macht ihr euch doch jetzt auch auf die Suche nach schönen Klängen. Ihr findet bestimmt tolle Geräusche in eurem Kinderzimmer oder in der Küche, auf dem Spielplatz, im Wald oder auf der Straße. Schreibt die Klänge, die ihr gefunden habt, doch auf. Macht daraus eine Komposition und schickt sie uns. Die E-Mail-Adresse findet ihr unter diesem Video. Wir suchen dann eine von euren Kompositionen aus und spielen sie beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Klänge suchen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Guck mal, das klingt ja auch gut hier. Kann man noch viel mehr Klänge machen. Ja, dann schreib doch gleich den zweiten Satz. Okay.